Sind Sie verrückt? Sie fahren ja verkehrt in eine Einbahnstraße. Gut, dann drehen wir eben um. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. In diesem Film geht es um Verkehrsprobleme. Also, ich steige aus. Lassen Sie sich vom Engelchen verwöhnen. Na, wie machen wir es denn heute? Das ist ja zu schade, dass du nicht mitkommen kannst. Ich würde dir alles zur Verfügung stellen. Meine Küche, den Eisschrank, meine Wohnung und meine Kunden. Die deutsche Komiker-Elite treffen sie in dem Lustspiel Charlies Onkel. Aua! Was machen Sie denn hier? Stehe! Hier kann man nicht mal in Ruhe pennen. Freund, gut und schön, aber nun ist genug. Irgendwie bei aller Liebe. Also was stört Sie an ihm? Das, was er macht. Das sind nackte Tatsachen. Sie verstehen es ja doch nicht. Von was verstehe ich nichts? Weder von Autos noch von Frauen. Naja, von Autos haben Sie recht, aber von Frauen, da irren sich gewaltig. In diesem Film wird viel geliebt. Gegen Einsamkeit wünsch ich dir schon lange Zeit, Laura. Wer ist denn das? Karel Gott singt und spielt zum ersten Mal in einem deutschen Film. Wunderbar. Das ist noch gar nichts, so singe ich nur vorher. Wenn Sie jetzt wünschen könnten, was Sie wollten, dann wünschte ich mir, ein Mann zu sein. Der Film Charlies Onkel erfüllt alle Wünsche. Leisten Sie sich eine Reise ins große Vergnügen. Sie sind in charmanter Begleitung. Jetzt übernehme ich den Job von Lilo. Aber wobei solltest du mich denn stören, Onkel Jonathan? Nein, ich freue mich doch immer, wenn du kommst. Es hat nicht jeder das Glück, eine Frau zu kriegen wie dich. Schuft! Es geht Schlag auf Schlag mit den Assen des Humors. Gefährlicher alter Schraubendampfer. Bezaubernde Frauen und verwegene Männer. Da bist du ja, mein Riechen. Komm her! Hier kommt jeder auf seine Kosten. Ist sie nicht gut? Sie piepsen ja so. Wegen so einem Mann, wie Sie einer sind, würde ich keine einzige Träne vergießen. Also, ich hab's zwar überhaupt nicht verstanden, aber als Zeuge stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Wie ist denn so Ihr normaler Tarif? Bitte? Ich meine, was nehmen Sie so im Durchschnitt? Sie gemeine Kerl. Machen Sie, dass Sie rauskommen! Ach, komm mir nicht mit deiner scheiß Bürgerlichkeit. Das ist ja lächerlich, Sie legen sich glatt hin. 320 Mark für zwei Personen. Jetzt lassen Sie mich endlich in Frieden. 310. Das Lustspiel mit der größten Komikerbesetzung seit Jahren. Was so ein richtiger Seemann ist, der hat schon viele Frauen geküsst. Ziehen Sie sich aus, aber nehmen Sie keine Notiz von mir. Behandeln Sie mich, als wäre ich Luft, als wäre ich weder Fisch noch Vogel, weder Menschen noch Weibchen. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass Sie in deiner Abwesenheit deine Wohnung zu gewissen Zwecken missbraucht hat. Zu welchen Zwecken, Egon? Mensch, du sei doch nicht so scheiß bürgerlich. Wer ist nun wirklich Charlies Onkel? Das ist die Frage. Im Gegenteil, das klärt alles auf! Ein Ratgeber für Liebes- und Eheleute. Das ist ein Wort. Dieser Film löst alle Verkehrsprobleme.